Nein! Hey. Na. Na. Ja, man weiß ja nicht, ob man darf, ne? Ich bin getestet und geimpft und gelesen und alles. Gut! Ich habe gerade vorhin mal gegoogelt, wie alt du eigentlich bist, weil ich dachte, 30 Jahre GZS, dann heißt ja, dass du dich hier echt verdoppelt hast. Also, ja. Nicht so. Gott sei Dank nicht so, aber ja. 30 Jahre, oh, schon eine lange Zeit. Oi, oi, oi. Ja, dadurch wird einem aber auch bewusst, weil so lange gab es GZSZ noch nicht, als ich hier war. Dadurch wird einem bewusst, dass man selber natürlich auch ein bisschen älter geworden ist. Aber du siehst genauso aus wie früher. Deshalb habe ich das jetzt nicht gesagt. Antonia, wo bist du? Antonia! Da ist doch was. Oh. Da! Mann! Und wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's richtig gut. Also. Was machst du? Welche Projekte hast du gerade? Also, eigentlich so schauspielerisch habe ich seit Jahren nichts gemacht. Ich habe dann eher lange moderiert. Ja, wenn man halt Kinder hat, hat man halt irgendwie eine andere Verantwortung auf jeden Fall. Ja, dann kann man nicht immer sagen, ich bin jetzt mal 2 Monate weg und immer alle mitschleppen. Was ich bei 1 oder 2 Kindern noch gemacht habe, das kannst du bei 4 Kindern und einem Hund keinem antun. Das war einfach so eine tolle Zeit und es war auch für mich einfach so wichtig, glaube ich, auch als Schauspielerin für den Berufseinstieg, weil ich habe zwar mit 5 Jahren angefangen, aber ich war ja nie auf einer Schauspielschule oder so. Ich habe einfach das, was ich so in mir habe, gelernt, einfach zu steuern oder rauszulassen und das war für mich auch immer so ein Ventil. Es geht einem auch, finde ich, irre gut, wenn man halt hier auch mal ausrasten darf oder so, weißt du, weil man einfach privat bin ich eher so ein ganz friedliebender Mensch und behalte halt auch vieles hier drin und irgendwie tut es ja auch gut. Naja, und weißt du, ich war damals ja, als ich hier zum Casting bin, hat mein Vater mich zum Bahnhof gebracht. Und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich dachte halt so, geht wahrscheinlich um eine Leiche, so irgendwie 1, 2 Drehtage. Dann habe ich aber schon, als ich hier war, hatte ich ein Gespräch damals mit Emre Lempert, mit unserem Producer. Und da wusste ich dann, nee, also wäre schon schön ein Jahr oder noch ein zweites und wir melden uns dann. Aber hatten sie mir schon gesagt, also wenn du das machen möchtest, so, wir würden uns freuen. Und ich bin halt nach Hause und war so aufgeregt, habe erstmal ins Auto gekotzt, weil ich dachte, Papa, das ist alles ganz anders, als ich dachte. Und ich kannte ja auch GZSZ, also ich war, glaube ich, so 14 oder so, als es losging. Und das heißt, also ich war jetzt nicht so richtig GZSZ gucke, aber ich wusste schon, dass das irgendwie was Riesengroßes ist. Und das hat mich natürlich dann so im Nachhinein, dachte ich so, was, ich habe doch, also, wohin denn mich? So. Und dann irgendwie, dann eine Woche später hatten wir dann irgendwie schon alles so die Verträge, die Post, ne, noch so hin und her. Und dann wusste ich, das geht los. Stärker, stärker. Wie wir es gelernt haben. Oh, Nico. Was ist da? Eine Woche nach Drehbeginn hieß es dann hier, jetzt machen wir mal Fotos für Autogrammkarten. Und dann ich wieder zu Hause im strabbeligen Golf 1 von meinem Papa. Ich erzähle, Papa, jetzt wollen die auch noch Fotos von mir machen für Autogrammkarten. Wer will denn ein Autogramm von mir? Und wieder 2 Monate später standen dann hier diese gelben Boxen, wo du nicht mehr wusstest, wie du das überhaupt schaffen sollst, zu beantworten. Und es durfte ja auch kein Mensch helfen. Wir hatten ja hier auch irgendwie den Fanclub. Irgendwie die 2 Mädels, die uns hier irgendwie so ein bisschen unterstützt haben und die Post zumindest sortiert haben und so. Aber kein Mensch durfte natürlich diese Briefe öffnen wegen des Briefgeheimnisses, sobald da dein Name drauf stand. Ich glaube, erst ab 3 Namen oder so auf dem, wenn da halt stand hier für Wolfgang Baro, Nina Bott und Rea Harder. Ich glaube, ab dem Moment durfte das auch jemand anderes öffnen und uns schon mal, also oder schon mal einfach vielleicht so einfach Blanko-Karten reinstecken oder so. Es war so sau viel Arbeit und ich habe wirklich noch 2 Monate vorher gedacht, wer will denn ein Autogramm? Nico, warte, er kommt wieder runter. Oh, mach schon. Antonia. Oh, mein Schatz, keine Angst, meine Mama ist bei dir. Wir hatten ja früher immer diese ganz extremen Cliffhanger.
die man irgendwie so gefühlt eine Minute halten musste, ne? Den Blick. Das ist ja auch, wurde dann ja irgendwann auch damals schon zum Glück gestrichen. Und so frage ich Sie, Leon Moreno, wollen Sie die hier anwesende Cora Hinze zur Ehefrau nehmen? So antworten Sie mit Ja. Ja. Wollen Sie, Cora Hinze, den hier anwesenden Leon Moreno zum Ehemann nehmen? So antworten Sie mit Ja. Ja. Dann erkläre ich hiermit Kraft meines Amtes die Ehe für geschlossen. Ach, darf ich Sie jetzt küssen? Wenn Sie es nicht tun, wer sonst? Auf jeden Fall hat es ja alles geklappt. Die Kinder sind wohl auf. Ich glaube, ich bin in, also zumindest damals war ich in Taiwan, habe da die Pressearbeit übernommen für ein SS-Kinderdorf und dann war ich in Taiwan? In Taiwan? Ist in Taipei, mein... genau. Das war auch von dir irgendwie, ne? Also meine Tochter ist in Taiwan. Genau, Vanessa. Ja. Genau. Und ich bin irgendwie hinterher, weil wir haben uns dann irgendwann doch verstanden. Anfangs ging es ja halt gar nicht, weil sie ja mit meinem Vater was hatte. Dann haben wir noch versucht, sie so grauen und dann ist sie irgendwann gegangen und ist halt nach Taiwan und ich bin dann hinterher. Meine Tochter hatte was mit deinem Vater? Ja, mit Thorsten Stoll. Das war doch auch... Ah, ja, stimmt. Ja, natürlich. Und ja. Ja. Da warst du kurz mein Opa. Ist so. Ja, ich muss uns verabschieden. Voneinander? Nee, von den Zuschauern. Ach so, von den Zuschauern. Ich dachte, wir müssen uns verabschieden. Ja, wir verabschieden uns jetzt von euch da draußen. Also und nicht vergessen, immer schön gute Zeiten, schlechte Zeiten gucken. 19.40 Uhr, immer noch, ne? Ja, immer noch, 19.40 Uhr. Also Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr mehr schöne Videos sehen wollt oder spannende Videos oder traurige Videos oder auch Videos mit mir, vielleicht komme ich auch mal vor, dann abonniert diesen Kanal. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann hier klicken. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, klickt da. So, also, wir zählen auf euch und bis später.